zu diesem Video, in dem ich dir gerne Balsam für deine Seele mitgeben möchte. Und wo immer du auch gerade bist, was immer du gerade tust, vielleicht magst du mal eine Hand auf dein Herz legen. Und wenn du deine Hand gerade woanders hast oder sie nicht wegnehmen willst, alles gut, dann geh mit deiner Aufmerksamkeit dahin und spüre mal, wie geht es deiner Seele? Also aufs Herz heißt ja, hier ist ja das Herzchakra, ist ja der Sitz unserer Emotionen. Deswegen machen wir, wenn wir uns erschrecken, ja auch so, ne? Also halten wir uns ganz auf die Hand dahin. Und dann sprich einfach mal nur diese Worte. Meine liebe Seele. Meine liebe Seele. Und schau mal, wie sich das anfühlt oder welche Gefühle in dir hochkommen. Als ich das erste Mal gemacht habe, liefen mir die Tränen. Warum? Weil ich mich das noch nie in meinem Leben gefragt habe. Ich bin ja sehr reflektiert, ich frage, was ich denke, was tue ich gerade, aber mich um meine Seele zu kümmern. Und dazu soll dieser Sonntag eben auch dienen, diese Sunday Soul Messages, wenn du so möchtest, Botschaften für und an deine Seele, weil das eben im Alltag viel, viel zu kurz kommt. Und wie wichtig das ist, und beobachte mal, welche Gefühle bei diesen Worten, die ich dir gerne vorlesen möchte, dass du siehst, welche Wichtigkeit die Seele eigentlich für uns hat. In welchen Worten sich das ausdrückt. Ganz anders, als wenn man zum Beispiel sagen, so, das ist ja, ach, das ist so ein Seelenmensch oder das ist so ein Kopfmensch. Und ich will das nicht abwerten. Der Kopf ist auch wichtig, genauso wichtig wollte ich gerade sagen, genauso wichtig finde ich nicht, aber der ist auch wichtig. Weil noch niemand auf dem Sterbebett gelegen hat und gesagt hat, ich wünschte, ich hätte mich mehr um meinen Verstand gekümmert. Sondern es sind immer so die Sehnsüchte in der Seele, die Liebe, die Verbindung, die man hat, die Seelenmenschen, die man so an seiner Seite hat. Weißt du, Menschen sagen, ich will meinen Seelenfrieden. Ich suche mein Seelenheil. Wir suchen Seelenverwandte. Seelenfreundschaften, das ist so ein Gefühl wie eine Seele in zwei Körpern. Wenn man das Gefühl hat, man ist eben seelenverwandt, dann ist das ein Ausspruch von totale Verbindung. Und ich bin der Meinung, dass wir da hinterher sind. Wir sind im Leben hinter den zwei elementaren Erfahrungen hinterher, die wir im Mutterleib haben, nämlich, die wir im Mutterleib machen, nämlich, wir sind verbunden über die Nabelschnur und wir dürfen wachsen. Und das Allerbeste ist, wir müssen nichts dafür tun. Bedingungslos. Bedingungsloses Wachstum und Verbundensein. Und das ist das, wo wir uns im Grunde ein ganzes Leben nachsehen. Nach dieser Verbindung, die wir im Mutterleib auch spüren. Und wir müssen nichts tun, nicht mal für die Verdauung. Du machst den Mund auf, Fruchtwasser rein, verdaut, geht alles von selbst. Seelenverwandtschaft, Seelenfreundschaft. Spiegel deiner Seele, sagt man ja auch oft. Die Augen sind der Spiegel deiner Seele. Deswegen, wenn man sehr in der Verliebtheitsphase ist und du schaust den anderen an, dann hat man das Gefühl, ja, man versinkt total in dem anderen. Man hat das Gefühl, man ist total eins. Bis man dann im Laufe der Zeit wieder in den Kopf kommt und dann fangen die alten Muster an, du kennst das. Und trotzdem sehe ich in den Augen eines Menschen, ob er gerade ehrlich mit sich ist. Nicht mal mit mir, sondern mit sich selbst. Du siehst, ob ein Mensch dir ausweicht im Augenkontakt oder ob er kleine Augen macht oder große Augen macht oder ob jemand die Augen verdreht. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Interessant finde ich auch, wenn Menschen in Rettungsnot geraten, dann heißt es ja SOS, also Save Our Souls, rette unsere Seelen. Nicht SOB, Save Our Body, weil die Leute sind ja in Seenot, sondern Save Our Souls. Also die wussten schon früh, dass es um die Seele geht. Wir sagen auch oft Balsam für deine Seele. Das ist ja auch etwas, wo ich auch schon mal einen 21-Tage-Kurs gemacht habe. Den finde ich immer noch Weltklasse. Wo es wirklich darum geht, und ich merke das halt in meiner Arbeit auch, dass die Menschen, die das wahre Leid, das setzt sich in der Seele fest, nicht im Kopf. Geh du voran, sagt die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht oder hört sie nicht. Die Störung, der Missklang ist
Im Grunde immer zuerst in der Seele, die spürt es als erstes. Aber wenn du nicht drauf hörst, muss halt Geist und Körper dran. Wir sagen auch Seelenfreundschaft oder Seelenverbindung. Es gibt auch Soul Food zum Beispiel, also Essen, was der Seele gut tut. Es gibt auch ein Buch Peace Food von Rüdiger Dahlke, ein sehr gutes Buch übrigens. Oder man sagt, die Seele baumeln lassen oder etwas, was die Seele streichelt oder dem eigenen Seelenweg folgen. Weißt du, was ich damit sagen will, ist, prüf mal, dass man immer, wenn man über Seele spricht, dass es dann weit und groß wird und dass wir das immer mit Liebe in Verbindung bringen. Oder etwas zu tun, wenn die Seele aufatmet, das bedeutet, sich von Belastungen zu befreien, um wieder Luft zu haben. Oder wenn dir etwas auf der Seele liegt und du sprichst es nicht aus, liegt es dir irgendwann irgendwo am Körper und der Körper sagt dann, okay, jetzt sende ich mal die Signale. Ich will nicht sagen, nicht jede Krankheit ist psychosomatisch, definitiv nicht, aber es beginnt ganz viel in der Seele und wir hören da nicht drauf. Und ich möchte dir in dieser Sendung einfach gutes Futter, Balsam für deine Seele mitgeben, wie du besser auf deine Seele hörst. Und ich möchte dir dazu gerne ein Bild anbieten, was ich wirklich genial finde. Ich habe das in einem Vortrag von einem Schweizer Psychologen gehört. Ich habe leider den Namen nicht behalten und mir nicht notiert. Aber der hat das verglichen, die Seele, Körper, Geist, Seele, das weißt du, das ist eine Einheit, verglichen mit einer Kutsche und dem Kutscher. Die Kutsche ist im Grunde unser Körper, also die Pferde und das Zaumzeug und die Räder und so weiter ist der Körper. Und der Kutscher ist unser Geist, der sagt also, wo es hingeht. So, und wir sind, geh mal in deinem Leben spazieren, wir sind sehr viel im Kopf und im Körper. Der Kopf denkt sich das aus und der Körper sagt, okay, ich gehe dann mit. Was wir aber völlig vergessen, und das ist die Seele, das ist der Gast, der in der Kutsche sitzt. Weil der gibt im Grunde an, warum will ich eigentlich dahin? Und im Grunde gibt er auch an, wo will ich denn eigentlich hin? Und wann hast du deine Seele, nämlich den Gast in dir? Weil bleiben wir mal bei dem Bild, ich finde das gut. Wann hast du den Gast zum letzten Mal gefragt, sag mal, was ich da tue, ist das eigentlich das, wo du hin willst? Mit Sicherheit nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Früher. Heute mache ich das öfter, regelmäßig. Aber ich muss das auch machen. Ich könnte sonst gar nicht die Arbeit tun, die ich mache. Ich kann, also alle Menschen, die die Arbeit machen, die ich mache, ob das jetzt Coaching, Speaking und Training und oder Psychotherapie und in meiner Welt, ja, vielleicht siehst du das anders, dann muss ich mit meiner Seele im Reinen sein. Wann hast du deine Seele das letzte Mal gefragt, ob das, was du gerade tust, in die Richtung, in die du gerade fährst, wirklich das ist, was du willst, wo du hin willst. Und mach das doch mal jetzt in diesem Moment und sag nicht, oh, mache ich später. Nee, mach das jetzt. Meine liebe Seele, da, wo ich gerade hingehe, ist es das, was du willst? Und dann gib dir Zeit. Die Seele macht nicht Tschakka-Tschakka. Sie sagt auch nicht, kauf mich, mach und weiter, höher, schneller. Die Seele hat eine sehr leise Sprache. Aber über die Sprache der Seele mache ich nochmal eine extra Seelenbotschaft. Die ist nicht laut. Meine liebe Seele, da wo ich gerade hingehe, was ich gerade hier tue, ist es das, was du willst? Und die meisten Menschen tun das nämlich nicht. Und das wird uns ja im Außen auch suggeriert. Im Außen sind wir sehr, also unsere Gesellschaft ist sehr geprägt durch den Kutscher, der Geist. Und ich bin auch ein großer Freund von, ich wollte gerade sagen, starken Mindset. Es ist eher dieses, die Formulierung, wessen Geistes Kind ich bin. Das klingt jetzt aber so ein bisschen kindlich niedlich, sondern eher, was ist mein Mindset? Wodurch bin ich angetrieben? Weil der Geist ist groß, der Geist ist stark. Also Körper, Geist sind wir sehr orientiert, finde ich, in dieser Gesellschaft. Wobei wir da auch im Wandel sind, das erlebe ich auch. Und ich sage mal, diese Managerin oder Manager, hohe Führungsposition, die 4 Marathons im Jahr läuft, das wird uns so suggeriert oder im Fitnesscenter ist, so das ist jetzt die Welt. Ich habe nichts gegen Bewegung und auch nicht gegen Karriere, das ist alles gut.
Aber frag doch mal deine Seele. Ist es das, was du wirklich, wirklich willst? Weil der Gast in der Kutsche, der bezahlt den Preis. Der zahlt dafür, dass du dahin gehst, wo du hingehst. Und es ist sogar im übertragenen Sinne oder im doppelten Sinne so, weil deine Seele zahlt den Preis. Wenn du 20 Jahre in die falsche Richtung läufst, dann zahlt deine Seele den Preis durch Traurigkeit, Einsamkeit, Suchtverhalten, Drogen, Krankheit, Depression, Burnout. Das sind diese ganzen Dinge. Weil wir uns viel zu wenig fragen, meine liebe Seele, was willst du? Weil in Wahrheit sollte der Gast bestimmen, wohin die Kutsche fährt. Unser Verstand ist ein Werkzeug. Das ist so etwas, wo ich auch der Meinung bin, ich sollte meinen Verstand beherrschen, sonst beherrscht mein Verstand mich. Und das ist etwas Höheres, etwas Größeres, das ist mehr, das ist für mich Bewusstsein. Und der Körper ist mehr ein bisschen triebgesteuert. Der will jetzt essen, der will jetzt Sex, der will jetzt seine Bedürfnisse befriedigen. Und der Verstand kann schon mal sagen, nee, jetzt nicht, jetzt doch, wobei das, wie heißt das, das Fleisch ist willig, nee, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach, glaube ich, oder umgekehrt, genau. So, aber in meiner Welt ist diejenige, das heißt die Seele, ne, die wirklich vorgeben sollte, wohin geht meine Reise, ist der Gast, ist die Seele. Und meine Schlüsselfrage für dich, Leute, lautet heute: Wie beseelt ist dein Leben? Weil weißt du was? Du kannst alles in deinem Leben beseelen. Selbst wenn du das Klo putzt. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren, ja, nicht Klo putzen, vielleicht irgendwie doch, aber immer mehr gelernt habe. Wie beseelt ist mein Leben? Wie kann ich die Dinge, die ich tun, mit Seele füllen? Und für mich heißt es im Grunde, es steht Seele als Synonym auch für Liebe. Wie kann ich das tun, was ich jetzt tue, mit Liebe tun? Weil das, was in unserer Kutsche sitzt, der Gast, das sollte Liebe sein. Güte, Sanftmut, Vergebung. Aber nehmen wir mal das große Wort Liebe. Ich möchte mit dir mal am heutigen Sonntag ein paar Bereiche deines Lebens durchgehen. Fangen wir mal bei dem an, was die meisten Menschen beschäftigt, nämlich mit ihrer Arbeit. Ich weiß, heute ist Sonntag, aber das ist eine gute Gelegenheit, mal innezuhalten und dich zu fragen, die Arbeit, die ich gerade mache, mache ich die mit Seele? Und ich erinnere mich gerade, dass ich mit jemandem gearbeitet hat, der viele Jahre einen guten Job hatte und das im letzten Jahr ganz fürchterliche Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten gab und es da auch Mobbingfälle und so weiter gab und er kam damit einfach nicht mehr zurecht, ist dann krank geworden und war wochenlang arbeitsunfähig und hat sich dann auf eine neue Stelle beworben und das hat auch funktioniert und hatte dann ein unheimliches Problem damit, nicht wieder zu der alten Arbeitsstelle zu gehen. Er sagte das, und das ist jetzt der Geist, der Kopf, der sagt, das kannst du doch nicht machen. Aber er konnte einfach nicht. Er hat ein paar Tage versucht, zurückzugehen und ist dann völlig zusammengebrochen. So, weißt du, du musst dir vorstellen, wenn der Kutscher mit der Kutsche jahrelang und bäm und peitsche und ich treib dich an und yeah, vorwärts, größer, höher, schneller, weiter, dann kennt der Kutscher sich auch aus und die Pferde wissen, was zu tun ist. Wenn du als Gast auf einmal sagst, stopp, stopp, das will ich nicht mehr. Dann denkt der Kutscher auch, ja, aber Moment, weißt du, also Weg, das habe ich jetzt jahrelang gemacht und ich kenne mich aus und die Pferde wissen auch. Wir wissen jetzt, welche Strecke, hier ist Autobahn, hier geht es schnell, hier sind keine Hindernisse und so weiter. Aber du sagst, nein, stopp. Und du hältst erst mal an. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Weil im Grunde der Kutscher und die Pferde völlig erschöpft sind. Aber auch die, wenn es immer durchgeht, merken sie es irgendwann nicht. So, aber in so einem Moment, wo man sich die Zeit nimmt, wirklich mal innezuhalten, und das ist jetzt heute dieser Sonntag, und dafür feiere ich dich, dass du mir jetzt zuschaust oder mir zuhörst, genau die richtige Gelegenheit zu fragen und Stopp zu sagen und es auszuhalten, mal zu stoppen. Und natürlich meckert der Kutscher und sagt, ich kenne mich aber hier auf der Schnellstraße aus, und du sagst, nein,
Wir gehen jetzt mal den Stolperweg hier oder den Waldweg. Wir gehen jetzt mal Trab. Wir gehen mal langsam. Okay, ich kenne den Weg auch noch nicht, aber das ist das, was ich will. Und darum ist es ganz normal, dass es dann mal rappelt im Karton und dass du innerlich unruhig wirst und denkst, oh mein Gott, was passiert hier? Die andere Straße, das kannte ich den Weg. Mein Kutscher kannte das, die Pferde kannten das. Die Kutsche war dafür ausgerichtet. Aber du bist der Boss. Du bist der Gast. Du zahlst den Preis. Also gib du auch die Richtung vor und sag du Stopp, wenn du merkst, das ist nicht mehr der richtige Weg. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du eine Arbeit hast, die dir nicht gefällt, du sie aber machst, weil du sie einfach brauchst und du aufgrund von irgendwelchen anderen Bedingungen keine Möglichkeit hast zu wechseln, dann kannst du auch das, was du jetzt tust, mit Seele füllen, indem du dir sagst, und jetzt ist der Verstand wieder ein cooler Helfer, dann nimmst du den Kutscher und sagst, okay, das ist nicht mein Lieblingsweg, aber weißt du was? Du fährst diesen Weg so gut, wie du kannst. Und wenn du einen Job hast, den du nicht wirklich liebst, den du aber machen musst, dann kannst du auch das mit Liebe machen und sagen, okay, das mache ich so gut, wie ich kann. Ich fülle das, was ich hier tue, mit meiner größtmöglichen Liebe auf. Das kannst du. Was nämlich dann passiert ist, und das ist im Grunde das Ziel, du kommst in einen besseren Zustand. Und in diesem Zustand fliegen dir andere Jobs viel schneller zu, als wenn du in diesem Groll bist und in diesem Scheiße und ich will das nicht und was ist das hier und der Chef und Kollegen und so weiter. Du kannst alles, alles beseelen. Wie beseelt ist dein Leben? Wie ist die Beziehung zu dir selbst? Jetzt haben wir die Arbeit, schauen wir auf die Beziehung zu dir selbst. Wie beseelt ist die Beziehung zu dir selbst? Ja, da atme mal tief durch. Wie sehr treibst du dich an? Wie treibst du deinen Körper an? Wie zufrieden bist du mit deinem Körper? Wie sehr meckerst du über deinen Körper? Das ist ja vor allem für uns Frauen. Also wenn du eine Frau bist, dann hör mir gut zu. Wenn du ein Mann bist, kannst du mir vielleicht gerne widersprechen, aber ich behaupte, Männer gucken gar nicht so genau hin, ob da eine Delle ist oder nicht. Weil das ist ja ganz oft der Hintergrund. Das ist ja, weißt du, wenn du auf dich selber schaust, wir leben ja nicht in einem Vakuum. Wir leben ja in einer Welt, in der uns in Magazinen und bei Diätprogrammen immer gesagt wird, wie man auszusehen hat. Das ist nicht so einfach zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, ich habe, also mein Hintern ist das Größte an meinem Körper, was ich habe. Und ich war da immer unzufrieden mit. Und dann war ich vor einiger Zeit einkaufen und dann sagte mir die Verkäuferin, Mensch, Frau Hüls, seien Sie doch mal froh, dass Sie welchen haben. Ich habe nichts. Und egal, wenn ich zunehme, nehme ich überall zu, nur nicht am Hintern. So, und ich, wenn ich abnehme, nehme ich überall ab, nur nicht am Hintern. So, so what? Gehört zu mir. Kann man da auch mal Frieden mitschließen? Kann ich das beseelen? Kannst du die Körperteile an dir beseelen? Das heißt nicht, dass du nicht Sport machen sollst und dass es nicht gut ist. Aber die Motivation aus einem Zustand von, ich akzeptiere mich, wie ich bin. Also, dass du dem, du, dass du, das ist, ich denke gerade an das Bild wenn der Gast dauernd meckert. Was ist das für eine scheiß Kutsche? Die Räder sind zu klein, die Pferde sind zu lahm. Wenn eine Kutsche eine Seele hätte, würde sie sagen, weißt du was, fahr doch selbst, lauf, steig aus und lauf. Und es passiert ja in den Menschen auch. Da sagt der Körper, weißt du was, steig doch aus. Wie beseelt bist du mit dir? Bleiben wir mal bei dem Körper. Und wenn wir beim Körper sind, welche Nahrung isst du? Wie beseelt ist die Nahrung, die du isst? Ist das Dosenfutter, hätte ich jetzt fast gesagt? Also sehr streng verarbeitetes, eigentlich totes? Oder ist das frisches? Ich weiß nicht, meine Mutter zum Beispiel, wir haben früher immer gebetet vor und nach dem Essen. Mir war das immer ein bisschen peinlich, wenn dann auch Besuch da war oder so. Aber Essen zu segnen, das macht durchaus Sinn. Ich kann auch essen, auch wenn es nicht das Beste gerade im Moment ist, kann ich trotzdem sagen, ich segne es, möge es mir gut bekommen. Wie beseelt ist das, was du trinkst und was du isst? Und ich habe diesen Ausspruch mal gehört, sag, was wahr ist, iss, was klar ist, ne, trink, was klar ist und iss, was nah ist. Iss, was nah ist,
Trink, was klar ist. Wir haben wunderbares, wunderbares Wasser zum Trinken bekommen. Und auch das ist sowas, sag mal, wenn du so ein Laster hast, bei mir ist das Lakritz und Schokolade. Aber nehmen wir mal Laster, die so wie Drogen oder wie Alkohol, wobei ich denke, Zucker ist genauso eine große Droge, also damit habe ich zu kämpfen. Ich sage hier auch nicht, dass ich mit nichts zu kämpfen habe. Aber ich bringe mich immer, wenn es geht, meistens immer, in einen Zustand, wo ich handlungsfähig bleibe. Und wo ich nicht denke, naja, ich kann nichts dafür oder so. So, wenn du bei den, bei, 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 sagen wir mal, bei Alkohol, wenn du den Verstand fragst, dann sagt er, ja, ich brauche das jetzt. Ja, ich brauche das jetzt. Und dann ist das eher die Seele. Ich glaube, das ist eher die Seele. Das Gefühl, ich brauche das jetzt. Also wenn da Dinge sind, wo ich mir nicht sicher bin, ob mir das bekommt, dann, und ich würde meinen Körper wirklich fragen, würde er sagen, bist du bescheuert? Das tut mir überhaupt nicht gut. Vielleicht sagt die Seele gerade, ja, ich will Lakritz, ich brauche Schokolade, ich brauche Zucker. Und der Verstand sagt auch, naja, tut dir eigentlich nicht gut, aber du gibst ja die Richtung vor. Also mir hilft das, mit diesen drei Ichs sozusagen zu sprechen und zu sagen, was hältst du davon? Und in meiner Welt ist die Seele diejenige, die die Richtung vorgibt. Und wenn ich in meiner Welt meine Seele frage, möchtest du jetzt gerade Schokolade, sagt die ja. Aber nach einer Regel ist dann auch gut. Und alles, was danach kommt, das wird dann Automatismus. Wie beseelt ist deine Nahrung? Wie beseelt ist deine Arbeit? Wie beseelt ist die Beziehung zu dir selbst, zu deinem Körper vor allen Dingen? Und wie beseelt ist deine Partnerschaft? Autsch, oder? Und ich sage nicht, dass man seelenverwandt sein muss. Also dieses eine Seele und zwei Körper, das ist ja eher die Philosophie von, ich habe einen Teil von mir ist getrennt, man muss sich wiederfinden. Und ich habe auch Partnerschaften erlebt, die sich zu Anfang wie Seelenpartnerschaften anfühlten, was auch so gesagt wurde. Und das sind heute eher zwei kalte Seelen miteinander oder das ist eben gar keine Seele in der Beziehung. Ich sage auch nicht, dass das nicht funktioniert. Es ist immer die Frage, was braucht deine Seele in Beziehung mit einem Menschen? Da frag dich mal bitte. Bist du auf der Seelenebene mit deinem Partner, mit deiner Partnerin verbunden? Wie viel Bedingung ist da? Denk dran, ne, diese beiden, ich will verbunden sein und ich will wachsen. Wächst du an der Seite deiner Partnerin oder deines Partners oder schneidet ihr euch gegenseitig die Luft ab? Nehmt ihr euch Raum oder gebt ihr euch Raum? Und auch da kannst du dich heute einfach fragen, wie kann ich meine Partnerschaft beseelen? Und jetzt nicht zu deiner Partnerin oder deinem Partner gehen und sagen, mal übrigens, ich habe deinen Vortrag gehört von Erna und so, du kannst mal das und das tun. Fang du damit an. Es liegt an dir, du bist der Gast in deinem Körper. Du bist der Gast in dieser Kutsche. Gib du die Richtung vor. Und er oder sie wird dir folgen. Wie sehr kannst du dein Leben beseelen? Lass mich eins noch sagen, wie sehr kannst du deine Familie beseelen? Und ich habe dazu ein wunderbares Gedicht, ein Gedichtausspruch von Khalil Gibran, der Prophet übrigens, bei so ein wunderschönes kleines Büchlein. Da sagt eine Frau, sprich über die Kinder. Und ich lese dir das kurz vor. Wie gesagt, Khalil Gibran heißt das Buch Der Prophet. Wunderbar. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt. Nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Und was ich so schön finde, ist, ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein. Nicht bemühe dich, dass sie wie du sind, sondern wenn wir uns eher bemühen, wie Kinder zu sein. Die Seele, das hat auch was Kindliches, Spielerisches.
Und ich glaube, dass Jesus gemeint hat mit, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist eher so was Unbeschwertes, verbunden mit der Liebe im Hier und Jetzt sein. Eben auch mal an so einem Moment, wo du jetzt mit mir hier bist, dir einen Sonntag eine Stunde Zeit zu nehmen und dich zu fragen, wie beseelt ist mein Leben? Wie kann ich wieder die Dinge tun, die ich als Kind gern gemacht habe? Weil ich glaube es mir, wenn ich Menschen frage, ja, was würdest du denn gerne tun, auch gerade beruflich? Oder was macht dir denn Freude? Da kommt lange, lange, lange nichts. Wenn ich frage, woran leidest du, was macht dir das Leben schwer? Sekunden später ist die Antwort da. Aber wo ist deine Freude? Und die ist manchmal vergraben unter den ganzen traumatischen Erfahrungen, die wir im Laufe des Erwachsenenlebens gemacht haben, einige mehr, andere weniger. Und du findest die ganz oft, wenn du dich fragst, was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Also wie beseelt bist du mit deinen Kindern? Und wenn du keine Kinder hast, wie beseelt bist du mit deinem eigenen inneren Kind? Fühl mal. Wir haben alle so ein inneres Kind in uns. Wie geht's denn? Und diese Frage, meine liebe Seele, einfach dieses meine liebe Seele, was brauchst du gerade? Wie geht's dir da gerade? Damit kannst du alles, alles in deinem Leben beseelen. Alles. Du kannst auch dein Einschlafen beseelen. Manchmal bete ich sogar das Gebet, was ich als Kind gelernt habe, weil es so einfach ist. Die Seele funktioniert bei so etwas sehr, sehr einfach. Das ist nicht kompliziert. Das ist nicht intellektuell. Und nochmal, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Aber die Seele ist der Gast in dieser Kutsche. Der Verstand ist der Kutscher, der sagt, okay, wir müssen dahin. Und die Kutsche, die Pferde, steht eben für deinen Körper. Und du wählst, in welchem Tempo du wohin gehst. Und mach dir das wieder bewusst. Und das ist für jeden etwas anderes. Ganz klar, für jeden etwas anderes. Zum Beispiel habe ich wunderbare Zitate gefunden. Musik gibt dem Universum seine Seele. Von Platon. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele, sagt Cicero. Ja klar, der hat ja sicher auch viel gelesen. Weißt du, was deiner Seele Nahrung gibt, das bestimmst du, nicht ich. Darum ist immer die Frage, was beseelt dein Leben? Oder wie kannst du die Dinge in deinem Zuhause mit Leben beseelen? Das sind für dich völlig andere Dinge als für mich. Zum Beispiel habe ich diese Karaffen mal von einer wunderbaren, von einer Kundin sogar geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich liebe die. Ich habe mir jetzt mittlerweile die zweite geholt. Ich finde schon alleine, weil die haben für mich Seele, ne? Die bereiten das Wasser auf. Oder zum Beispiel, wann immer ich Calls habe ich hier so eine Kerze stehen. Aber vor allem, wenn ich Retreats mache und so weiter. Ich habe hier auch einen bestimmten Duft, Aurasoma-Duft, wo ich mich mit einfächer. Ich habe da auch meine Rituale. So, wenn du zum Beispiel entrümpeln willst, schau mal bitte in deinem Zuhause. Nimm mal Gegenstände in die Hand und frag sie, haben die Seele? Und weißt du was, sonst tu sie weg. Ich habe dadurch schon viele, viele Kartons mit Gerümpel, weil das ist im Grunde Gerümpel in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Körper. Das ist Gerümpel, was du mitschleppst in deiner Kutsche. Kannst du nicht brauchen, du kannst es wegtun, Trödelmarkt, verschenken, wie auch immer. Aber umgib dich mit Dingen, die Seele haben. In deiner Wohnung, in deinem Zuhause, fang da jetzt schon mit an. Das sind zum Beispiel für mich jetzt diese Blumen, die ich hier im Hintergrund stehen habe. Die gehören eigentlich nach draußen, aber es ist gerade so windig, deswegen habe ich sie reingeholt. Also ich hole alle Dinge, die mir Seele, die beseelt sind, in mein Leben. Und das macht die Fahrt sehr viel angenehmer. Pablo Picasso sagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Ja klar, was wäscht den Staub des Alltags von deiner Seele? Und das ist deine Verantwortung, weil machen wir uns nichts vor. Ganz oft sitzen wir in dieser Kutsche nicht alleine. Da kommen Krisen hinzu. Da kommen Anhaftungen hinzu, da kommen Traumata hinzu, die wir auch als Kinder erlebt haben. Darüber spreche ich nochmal in anderen Seelenmassage-Sendungen. Seelenmassage ist auch gut statt Seelenmessage. Genau.
Aber da machen wir uns nichts vor. Wir sind nicht immer alleine. Da kommen auch Dinge, die uns nicht so gut gefallen oder die uns schwächen oder die uns auch krank machen oder die uns beeinflussen. Vor allem Geschichten in unserer Kinderzeit, die die Kinderseele ja sehr beeinflussen und auch sehr verletzen können. Und auch über Verletzlichkeit werde ich noch sprechen. Sondern es heißt, wenn du dich regelmäßig fragst, und dafür sind diese Sonntage ja auch da, versetz dich mal in diese Kutsche und dann vertrau deiner Wahrnehmung. Wer ist da noch? Vielleicht sind da auch Leute, die da gar nicht hingehören. Vielleicht sind da auch dunkle Energien oder dunkle Erfahrungen, die du längst hinter dir gelassen hast, die eigentlich auch längst tot sind, aber du lässt noch so ein paar tote Leichen bei dir mitfahren. Schmeiß sie raus. Ich erlebe das wirklich öfter in meiner Arbeit, dass, also ich kann das ja fühlen auch, ne, dass die Menschen vor mir sitzen und mir dann erzählen und ich sage, da bist du doch schon längst durch. Aber der Kopf, der Kutscher, der liebt es, die Richtung vorzugeben, das ist sein Job. Und dann rechts und links und strategisch und manövrieren müssen wir, das liebt der. Bring kein Drama rein ins Leben, dann ist keins drin. Und gewöhne deinen Kutscher daran, dass du der und diejenige bist, der die Richtung vorgibt. Und wenn du da Unterstützung brauchst, ich habe ein wunderbares Retreat, was gerade startet, das heißt, was die Seele stark macht. Es kann sein, du hörst diese Sendung, wenn das schon vorbei ist, dann mach dir nichts draus. Aber wenn du die gerade aktuell hörst, dann geh mal auf meine Homepage, da ist ein Button direkt auf der ersten Seite, neues Retreat. Und es gibt nur noch für die nächsten 2 Tage einen Gutschein von mir in Höhe von 100 Euro, sodass du da auch zu einem günstigeren Kurs teilnehmen kannst. Was die Seele stark macht. Das sind 7 Calls, die wir miteinander machen in 7 Wochen, sodass du da auch wirklich, wirklich sehr gestärkt hervorgehen wirst und dich genau mit diesen Themen nochmal beschäftigst. Dass du siehst, wer sitzt da eigentlich in meiner Kutsche? Wie mache ich das, dass ich mehr auf meine Seele höre? Was ist, wenn ich Nein sagen will und aus mir kommt trotzdem ein Ja raus? Was ist, wenn ich mit Disharmonie nicht umgehen kann? Was ist, wenn dauernd Leute in deine Kutsche einsteigen, die du da gar nicht drin haben willst? Was machst du mit den Anteilen in deiner Kutsche, die du da auch nicht mehr drin haben willst? Wie gibst du dem Kutscher eigentlich die Richtung vor? Und all diese Fragen, da werde ich dich unterstützen. Und ich werde unter dieser Sendung auch den Link posten. Aber jetzt hoffe ich erstmal wirklich, dass du durch diese Seelenmassage, Seelenmessage, vielleicht muss ich es doch umbenennen in Seelenmassage, dass das deinen Sonntag bereichert und sehr viel mehr, ja, auch Selbstverantwortung, aber auch viel mehr Frieden und Liebe in deine Seele bringt. Was beseelt dein Leben? Und die Frage kannst du dir immer stellen und du kannst alles, was in deinem Leben ist, mit Seele füllen. Du kannst alles, was in deinem Leben ist, mit Liebe tun. Alles. Selbst Spülmaschine ausräumen, was ich jetzt gleich tun muss, was ich nie so gern gemacht habe. Aber ich bin sofort in einer anderen Haltung. Und darum geht's, dass du eine Handlungsfähigkeit hast, dass du in einer guten Energie bist. Wenn du in einer guten Energie bist, dann kannst du alles rocken. Dann kriegst du alles hin. Aber wenn du müde bist, angeknackst, im Drama, dich abgelehnt fühlst, dich verurteilt fühlst, dich selber verurteilt,